So, hallo und herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Mario & Roll Entertainment. Ich bin Mario und wir zocken zusammen Alien Isolation. Ja, es wurde mir freundlicherweise von Koch Media zur Verfügung gestellt, deswegen zeige ich euch das Spiel auch. Aber natürlich alles ohne irgendwelche Vorurteile. Ich werde nicht dafür bezahlt oder sowas. Sie haben es mir gegeben, ich soll es doch gerne anschauen. Das kann man schon als Bezahlung verstehen, aber ich bin trotzdem kritisch und werde das Spiel auch so bewerten, wie ihr das natürlich wünscht. Ich habe mir sogar, weil es ist ja eine Replay Edition, die Verpackung habe ich auch hier, da kann man aus dem ersten Teil von dem Alien-Film die Charaktere nachspielen. Das ist aber nur als Bonus und ich habe keine Ahnung, wie es ist. Ich habe mich noch nicht gespoilert, ich habe noch nichts gemacht. Ich zocke zum ersten Mal dieses Spiel und starte es auch mit euch zum ersten Mal. Ja, deswegen muss alles synchronisiert werden, denke ich. So, und wir schauen erstmal, was man so machen kann. So, die erste Folge jetzt erstmal warm werden. Was geht's in dem Spiel? Und ja, alles Mögliche. Headtracking, was ist das? Ja, verfolgt der Kinect seine Kopfbewegung und überträgt diese auf den Spielcharakter. Nee, lass mal aus. Ich will alles im Controller. Was? Das kann man anmachen. Zum Beispiel beim Spielen mit aktiven Geräuscherfassung registriert der Kinect-Sensor die Geräusche in ihrer Umgebung. Laute Geräusche können dazu führen, dass ihre Feinde sie hören. Oh, das ist cool. Das heißt, wenn ich also jetzt laut bin, dann hören mich die Feinde. Also muss ich flüstern anfangen irgendwann mal, dass mich die Feinde nicht hören. Das ist bestimmt eine coole Sache. Das lassen wir auf jeden Fall mal an. So, und ich denke, der Rest bleibt. Bildschirm, wie schaut aus? Passt das alles? Wie gesagt, ich habe alles... Nee, das lassen wir. Ich habe alles, also... Ich habe noch nichts eingestellt. Ich habe es gerade zum ersten Mal gestartet. Den Untertitel machen wir an. Hier ist es. Okay, bisschen blöd gelöst hier mit den Farben. Also zum Beispiel das eine sieht mir jetzt fast gar nicht. Aber naja. Wir machen es auf... Auf was hört's denn ihr? Lautsprecher, reicht es euch? Ja, das müsste reichen. So, gehen wir auch zurück. Extra, das machen wir noch nicht. Jetzt machen wir gleich mal Spiel starten und gucken mal, was uns passiert. Ja, Hauptkampagne. Oh, gibt's auch noch. Überlebensmodus, Herausforderungen. Ey, cool. Machen wir aber alles nach und nach. Jetzt machen wir erstmal die Kampagne und lassen uns überraschen. Ich kann nicht fortsetzen. Es ist ausgegraut. Ich kann es nicht drücken, weil ich noch nichts gemacht habe. Headtracking, haben wir gesagt, ist aus. Geräuscherfassung ist an. Jetzt kommt alles nochmal. So, wir spielen auf Mittel. Was seht denn da? Sexon. Ja, machen wir halt. So muss passen. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Und das waren die letzten Sätze von Ripley in Alien 1. Von 1979. Ja.
Cool. Also ich habe jetzt halt noch zur Recherche zu dem Spiel, habe ich noch den ersten Teil Alien angeschaut, ich muss zugeben. Oh. Ripley? Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo? Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrance macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt. Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrance anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Okay. Tauchen gerade echt viele Fragen auf. Okay. Wer sind wir jetzt? Wir sind nicht auf dem Schiff, auf den Ellen Ripley, also die Mutter von Ashley, die wir gerade gesehen haben, von der Nostromus abgehauen ist. Weil es gab da nur eine so eine Schlafzelle. Da lag sie mit ihrer Katze dann drin. Oder was heißt ihre Katze? Überhaupt Katze. So. Okay, hier sind schon welche aufgewacht und haben sich eingeloggt. Hier war keiner drinnen. Ja, dann loggen wir uns halt auch mal ein. Mit A. Na. Ja, Ashley Ripley. Okay, passt. Ashley. Ashley, zieh doch mal die Schuhe an. Willst du nicht? Komm. Zieh doch die Schuhe an. Okay. Ziehen Sie sich an. Ziel aktualisiert. Okay, wie zieh ich? Ich zieh mich dann da drüben mal an, denke ich. Okay, die Steuerung ist ein bisschen komisch. Reagiert echt merkwürdig alles hier. Controller und so. Wo bin ich? Bin ich hier richtig? Hier sind mal Betten. Ah, okay, hier kann ich noch irgendwie ein paar Sachen machen. Ich habe irgendwas freigeschalten. Was? Knapp verpasst? Was habe ich knapp verpasst? Was soll ich jetzt hier machen? Hallo? Ja, auswählen. Was? Verleihen, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen. Seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte, die Megacorps haben ihn unterboten und ihm alle Kunden weggeschnappt. Die kleineren Firmen kommen immer schwerer in Verträge, an Verträge und ich überlege selber aufzuhören. Solange ich noch was verkaufen kann.
Es selbst scheint ganz gut dabei zu sein. Nein, sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie wären gerade abgeflogen zur Sevastopol. Sevastopol, okay. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Weyland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann, was? Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann, was? Jetzt müssen wir treffen, wenn sie zurück sind. Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. My God, Plane. Okay, ich würde sagen, das Lesen überlasse ich euch, wenn ihr lesen wollt. Holt euch das Spiel. Wir machen... Oder ich mach's einfach so, ich pausiere den Text. So, ich will mich jetzt hier anziehen. So. Das Coole ist, wir spielen die Tochter von der Ripley aus dem ersten Teil. Ellen Ripley hieß sie damals. Und jetzt ist es Ashley. So, ich habe Kleidung angezogen, jetzt bin ich... Ja. Jetzt bin ich nass. Na super, toll. So, wo geht's denn jetzt eigentlich hier weiter? Ich gehe mal weiter. Ich gehe einfach mal raus. So. Tag. Okay, hier sind noch ein paar Raumanzüge. Wie gesagt, hier ist ein bisschen komisch hier alles. Die Steuerung reagiert echt ganz, ganz komisch. Aber es ist wahrscheinlich einfach nur Gewöhnungssache, denke ich. Hier lang wird aber doch, hier bin ich hergekommen. Ich gehe jetzt mal hier lang. Es ist echt hier komplett alles verwinkelt. Hab eine Minimap wäre jetzt nicht schlecht, aber es ist ja eher real gehalten. Es ist ja ein Horrorspiel, ja? Und ich denke jetzt nicht, dass es die ganze Zeit hier ist. Und ich muss ja, wie gesagt, aufpassen, weil das Spiel hört mich. Wenn ich also laut rede, bin ich auch im Spiel hörbar. Wenn ich den Kloß nicht wegbekomme, bevor Monster kommen, oder Aliens, Necromorph, nein, wie heißen die ganz kurz, ich habe einen Spickzettel gemacht, wie heißen die? Xenomorphs, Entschuldigung, Necromorphs sind ja anderes Spiel. Ja, Judentag. Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Weyland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tja, hättest du den Film? Das war unsensibel. Ich weiß... dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Ich werde mich mit ihm kurz schließen. Okay, sollen wir Taylor sprechen? 15 Jahre. Vor 35 Jahren kam der Film, also in unserer Zeit, in Echtzeit. Also spielt es jetzt ungefähr, wenn... Naja, okay, der Film spielt ja auch in der Zukunft. Ich weiß aber gar nicht mehr, zu welcher Zeit der spielte. Wenn ihr guckt, mal schaut mal, die immer auf den Computern, ja? Das sind alles so alte 8-Bit-Computer hier. Und alte 8-Bit-Grafiken, sowas sieht man heutzutage nicht mehr. Die haben damals gedacht, das ist der Standard und der bleibt so. Die haben sich nicht gedacht, dass da irgendwann mal sowas, so High-End-Grafiken wie hier jetzt hat, da rauskommen. So. Ich kann doch auch alles nehmen, oder? Habe ich irgendwie ein Inventar... wo sich füllt. Ich hoffe mal nicht. Vorerst mal. Ich gucke mich lieber gleich mal um. Bevor ich irgendwo was liegen lasse. Tür geschlossen. Okay. Gibt's hier noch irgendwas? Was Leckeres vielleicht? Was ist das? Da kann ich ja wieder auf den Terminal zugreifen. Aber das haben wir ja schon alles gesehen, oder? Verändert sich das jedes Mal? Oh ja. Okay, hier sind die ganzen Passagiere aufgelistet.
Samus, Christopher, Ripley, Amanda, Taylor, Nina. Achso, das sind nur die drei. Zwei Decks und zwei Besatzungsmitglieder. Ja, okay. Ist ja auch egal. Da guck mal, den alten Radio. Ja, oh, geil. Nix. Was ist das? Okay, hier ist so ein altes Nest oder was das sein soll. Wahnsinn. Also von der Grafik her ist heftig. Finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut. Ich spiele hier auf der Xbox One. Gibt's auch auf PS4, Xbox 360, PS3, PC. Soweit ich weiß. Könnt ihr mal den Spickzettel gucken. Ab 7. Oktober auf Xbox One, PS4, Windows, PC, Xbox 360, PlayStation 3. Genau. So, hallo. Komm mal, können wir gleich weitergehen. Ach komm, geh mal rein. Hier schaut's aus wie die Krankenstation. Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrents anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Venostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Wir haben uns unterhalten. Sie scheint nervös. Ist mir nicht aufgefallen. Aber sie ist eine fähige Führungskraft. Sie wird uns mit allen rechtlichen Angelegenheiten helfen können. Okay. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Ich will da jetzt aber drücken. Uah. Ah, okay, so kann ich hier aufräumen. Siehst du? Habe ich Ordnung gemacht. Das haben sie mit. Wie hieß der? Wer hat das? Ich glaube, Lambert war das, der damals im ersten Teil, also in Alien 1, das Alien abbekommen hat in seinem Gesicht. Dann haben sie ihn da reingefahren. Das ist der Videospektrograph, oder wie sie es genannt haben. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich finde es jetzt halt, im Nachhinein finde ich es jetzt gut. Ich habe nämlich gerade vorher erst den ersten Teil gesehen. Und es war eine sehr, sehr gute Recherche. Also die Krankenstation schaut echt so aus wie damals im Film. Jetzt gucken wir mal weiter, was wir so wiederentdecken. Hier die Gänge sind auch so alle dem Film nachempfunden. Hier ist alles zugestellt. Ja, es gibt immer wieder so Gänge, wo es dann raucht. Auch im Film. So, rechts, links. Da ist eine Tür, die geht offen, da können wir auch rein. Hallo. Ach, hier bin ich jetzt wieder in der Küche, oder was? Hä? Hier war ich schon. Okay. Ist jetzt hier offen, oder? Aha. Dann gehen wir doch da rein. So, Tag. Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine, rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Wo ist mein Einsatz? Ach so, hier. Was? Ein Schwarzbildschirm? Achso, okay. Können wir es sehen? Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrents nicht reinbringen.
Handelsschiff Torrance aus St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV 7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, follow Ihnen den Marschall auf der Sevastopol-Station. Haben Sie ernstes Problem? Blitz im Kontakt. Hallo, Marschall? Marschall, Torrance hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrance für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Das ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Scheiße. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Was ist dir passiert? Mein Gott, Ripley. Sie machen das gut. Yeah! Fängt da gleich mal spannend an. Finde ich super. Denn wir haben die Sendezeit leider schon erreicht. Und ich würde sagen, wir fangen dann morgen wieder an mit einer neuen Runde. Ja, und bis dahin sage ich dann, ciao Leute!